Hast du nett mitbekommen, Daniel? Oh Gott. Oh nee, jetzt komme ich da natürlich nicht rechtzeitig hin. Ein Moment, bitte. Ich habe mich schon so gefreut, dass ich dich nächste Woche auch mal Dienstag ganz da sein kann. Seit heute weiß ich wieder, dass nächste Woche schon wieder Dienstag und auch Mittwoch arbeiten werde. Uah. Die Chefin strunzt mit dem Haken und informiert alle, die es noch nicht wissen. So sieht's aus, Jana. Ich nehme das Zimmer von Frau Zockersucht, da bin ich ja nicht so anspruchsvoll. Partyschiff mit Eisverstärkung. Daniel, ich bin am Montag um 14.30 Uhr Partner geworden. Ich hab den Haken, Leute. Ich hab den Haken. Das ist unser vierter Stream als Twitch-Partner heute. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ich hab's gar nicht gerafft. Ich kann die Geschichte noch tausendmal erzählen. Ich raff's auch immer noch nicht. Ich raff's auch immer noch nicht eigentlich. So. Leinen los und weiter geht's. Ah, 87%, das ist auch wunderbar. Das ist wunderschön. Partyschiff mit der Zensi, Maschinenraum, die Kohlen schippen. So sieht's aus. Ja. Wie, ich dachte, der Stammtisch schläft in einem Gruppenschlafraum. Das wäre auch sehr geil. Ja. Ach, das, ja, das habe ich mitbekommen in Discord. Dachte jetzt irgendwie in Raft mit Hagen. Da gibt's ja dann diese erste Twitch-Million. Ja, 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 Daniel, ja. Wann kommt der 24-Stunden-Stream als Partner? Nee. Ich mach was anderes, Wanni. Der Matze kam auf eine gute Idee. Wir werden das allererste Mal einen Sabaton machen und ihr werdet bestimmen, wie lange ihr mich sehen wollt. Aber 24 Stunden, ey, das wollt ihr nicht sehen. Nee. Oh, Glückwunsch auch von Onkel Bendit. Dankeschön, Anka. Dankeschön und ganz liebe Grüße. Dankeschön. Ja, habt ihr noch gar nicht mitbekommen, gell? Ja, seit Montag 14.30 Uhr bin ich Twitch-Partner. Und wie gesagt, ich raff's noch nicht ganz, weil... Ich raff's einfach noch nicht. Ich hab's auch am Montag nicht gerafft. Ich hatte den Stream ausgemacht, um 14.30 Uhr kam ein Zettel. Ein Zettel, vor allem eine E-Mail. Ein Zettel. Kam eine E-Mail. Und ich hab's halt nicht gerafft. Ich dachte, was wollen die denn von mir? Da stand so von wegen, ja, du darfst beim Twitch-Partnerprogramm sozusagen mitmachen. Ich so, was wollen die denn von mir? Ich hab mich doch beworben, was wollen die denn von mir? Dann sagt halt ja. Dabei war das halt die Bestätigung, dass sie gesagt haben, ah jo, jetzt go. Ne? Und dann habe ich eigentlich nur noch sprachlos da gesessen. Um 19 Uhr danach im Stream habe ich nur noch sprachlos da gesessen, bis ich irgendwann nach ein oder zwei Stunden das Wort oder den Satz, ich glaube, ich bin Twitch-Partner, über die Lippen gebracht habe. Ne? Isilio, wie geht's dir? Hast du beim Sabaton noch eine Not aus eingeplant, damit du zur Abi-Feier deiner Kinder kannst? Meinst du, das wird so schlimm? Ich glaube nicht, Anja. Finde 24 Stunden am Stück streamen auch Quatsch. Man arbeitet ja auch keine 24 Stunden durch. Genau, Daniel. Also dann ist auch klar, wenn wir einen Sabaton machen, dass da Schlaf mit integriert ist. Ne? Das ist ganz klar. 24 Stunden will Chefin nicht unter 48, fängt sie es gar nicht an. Ja. Nee, das kannst du auch nicht groß machen. Ne? Ich meine, ich habe ja auch noch Kinder, ne? Das ist ganz klar. Die Partnerschaft gehört gefeiert. Ja, D-Max. Eigentlich will ich es zum 550. Wieso, was heißt gehört gefeiert, D-Max? Wir feiern doch die Woche schon die ganze Zeit. Mach mal Konfetti. Oh, danke schön, Anka. Oh, du hast voll verdient, Dodo, danke schön.
Was ja ich will. Okay, party people in the house. So sieht's aus. Feierball. Geil. Das ist das Konfetti, was ich brauche. Wir feiern schon die ganze Woche und wir werden auch noch nächste Woche feiern. Dann wird's ein Only Sleeping. Dann wird's ein Only Sleeping, Alex. So sieht's aus. Hat denn die Familie nichts gesagt, dass du so sprachlos warst? Doch, Jana, es war so lustig. Und die Popotröde noch. So sieht es aus. Sehr gut. Baldram, hau alles raus. Ja. Doch, das war so lustig, weil der Tom gerade in der Küche stand und ich saß vom Laptop und ich saß die ganze Zeit so da. Und der Tom wollte mir was erzählen. Und also hat versucht, mir was zu erzählen. Gustav, und ich nur so, aha. Gustav, aha. Jojoba. Und ich die ganze Zeit nur so, ja, ja, okay. Und er ist nur so, Mama, soll ich aufhören zu erzählen? Hörst du mir überhaupt zu? Und ich so, doch, doch, ich höre zu. Was willst du mir denn sagen? Und dann kam der Jens noch dazu. Und der hat erstmal das auch überhaupt nicht so, der so, ja, okay, jetzt hockt sie halt so da, aber weil ich die ganze Zeit nichts gesagt habe, nur so da gehockt habe, er irgendwann, ist was passiert? Oh, und ich dann halt irgendwann so, ich glaube, ich bin Twitch-Partner geworden. Was gibt eigentlich für 100k-Punkte? Was für 100k-Punkte? Sind die Bedingungen denn nun deutlich besser, aber darfst ja wahrscheinlich eh nichts drüber sagen. Ich hab ne neue E-Mails, Puma Flora. Ich hab ne neue E-Mails, Daniel. Ich hab nix anderes. Ah, der Stream ist die Party, genau, Schack. Was gibt was? 100k-Punkte? Eine ruhige Chefin stelle ich mir selten vor. Ganz offiziell halte ich die Facharbeit in den Händen. Oh, Gwenny Party! Das habe ich was immer auch. Dann ging das Applaudieren los. Ja, dann haben sie mich alle umarmt. Ja. Und ich habe es halt echt nicht gerafft. Weil ich bin halt einfach in diese E-Mail gegangen, wo dann drauf stand, ja, okay, Twitch-Partner. Und das bin ich ja erstmal auf mein Handy gegangen und ich so, was wollen die denn von mir? Und ich habe das auch in Discord in unseren Raft-Channel dann so reingeschrieben. Ich so, hä, was wollen die denn? Und dann bin ich nochmal über den Laptop, über die E-Mails reingegangen, weil da stand so, geh jetzt zu deinem Dashboard. Und dann bin ich zum Dashboard gegangen, auf einmal stand da, anstatt Affiliate stand da Partner. Und ich so, hä? Und das war's. Nicht weinen. Ich muss noch mal in die Arbeit, würde auch lieber bei euch bleiben. Ich lasse euch den Lurk da. Ja, Anja. Hat deine Familie dich schon nach in die Luft geworfen? Nee. Das packt die nicht mehr, Klausi. Das packt die nicht mehr. Jana kichert. Ja. Ja, so war das gewesen. Und dann bin ich nur noch hin und her geswitcht. Auf einmal stand der Partner. Und ich habe die Emote-Plätze auf einmal gesehen von 14 mehr und mehr war es eigentlich gar nicht. Und dann bin ich auf meine Hauptseite da von Twitch gegangen, ganz normal, und auf einmal war da hinten ein Haken. Und das war's. Aber guck mal, wenn ich jetzt was schreibe, dann habe ich keinen Haken vor meinem Namen. Deswegen glaube ich es auch noch nicht. Was, die neuen Bestimmungen? Die haben sie mir noch nicht zugesendet. Vielleicht war es ein Versehen. Oh Gott. Ich kann es von einer englischen Streamerin. Ach du heilige Schoßack. Geh weg! So. Ich kannte es von einer englischen Streamerin, die live war. Die haben die Frau geradet und ihr das erzählt. Gleichzeitig kam die E-Mail. Das war auch lustig, das glaube ich dir, Jana. Vielleicht bist du bei versteckter Kamera. Ja, das glaube ich eher, D-Max. Chefin, kannst du als Partner einen netten Sub verschenken an den Bot zum Beispiel? Weiß ich nicht. Das ist ja das. Ich weiß nichts. Ich weiß noch nichts und ich weiß gar nichts im Grunde.
Ich weiß im Grunde gar nichts. Da gab es noch keine Regel of the Regel. Ich weiß nichts. Ist auch ungewöhnlich, gell? Ich muss mich mal einlesen am Wochenende. Chefin unwissend, ja. Chefin ist unwissend. Nadine weiß, dass sie nichts weiß. So sieht's aus. Jetzt gibt's 23% von den Subs statt 20. Ach, hör auf, Daniel. Ach, was du wieder alles weißt. Wo kann ich das nachlesen? Also in den Terms, die ich bestätigen musste, stand das nämlich nicht da. Da stand nur, man bekommt 1 Cent. Lasst euch das mal untergehen. Also das sind ja offizielle Geschichten. 1 Cent pro Bit bekommt der Streamer. Das sind ja offizielle Sachen, das ist ja kein Geheimnis. 1 Cent pro Bit. Lustig, gell? Ja, bin ich auch. Wo hab ich keinen? Oh, hab doch einen. Was ist denn jetzt los? Wieso kann ich das nicht nehmen? Hallo? Hallo? Ach, weil es noch nicht fertig ist, oder was? Ach so. Na, uff. Muss ich mich einarbeiten, Jana? Ja, ja. Aber nicht, dass die Chefin jetzt einen Höhenflug bekommt. Naja, ist ja de facto 100 Bits 1 Euro. Dann was extra zahlst, geht an Twitch direkt. Ja, das ist kein Geheimnis, genau, Shark. Das ist kein Geheimnis, ja. Hat's noch... Oh, Entschuldigung, meine Lieblingstaste. Hat's noch nicht geregnet? Habt ihr noch die Köpfe gesenkt? Ach, du heilige Scheiße. So sieht's aus. Jetzt hab ich quasi ein Bit durch... 100. Oh Gott. Oh Gott, Daniel. Oh, so schön. Also 1 Cent jetzt, ja. 1 Cent hat mir der Daniel jetzt gegeben. Das ist sehr nett von dir. Ein Bit ist ein Bit. Bitte ein Bit, Andalf. Genau so sieht's aus. Und herzlich willkommen. Bitte ein Bit. Ah, so schön. Ich kann nicht mehr. Kommt die Möwe auf einmal nicht mehr runter. Achso, warte mal. Ich brauche neue Puffdinge. Wo sind sie denn? Neue Puffdinge. Hier, Seile brauche ich. Puff. Und Puff. Puffdinge, ja. Puffdinge. War den Bit nicht ehrt, ist die Bit-Skalation nicht wert. Daniel, danke schön für 99 Bits. Oh, schön. Aber bitte mit Sahne. Das irritiert mich. So. Dann haben wir wieder 4 Puffse. So. Dann brauchen wir noch Steine für Pfeile. Und Kunststoffse. So, diesmal mache ich 22. Oh, Racker macht das. Was, jetzt hat Chefin 1 Euro verdient. Lese gerade, du kannst deine VODs länger speichern, 60 Tage. Ja, aber das konnte ich schon vorher, weil ich Prime-Mitglied bin, Alexander. Deswegen ist das für mich keine Neuerung. Auch kein Rudolf, Dankeschön für 3 Gifted-Sub an Gummy, an Shutterdome und an angenehmer Dude. Kein Rudolf, Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Was, dein Text ist nicht up-to-date? Ich weiß, Shark. Heute 4. Stream. Heute 4. Stream. Steuerjahr, aber dachte, die Bits gehen auch komplett an den Streamer. Nee. Kinder, ich muss noch mal weg Käse kaufen. Jana, hab ein schönes Wochenende.
Vor allem bekommst du ja keinen einzigen Cent, wenn die Leute auf Twitch die Videos schauen, obwohl dort auch Werbung läuft. Naja. So sieht's aus, so sieht's aus, ja. Warum rechnet's denn jetzt nicht mehr? So sieht das nämlich aus. Das ist the Regel of the Regel. Und da können wir nichts machen dagegen. Nächstes Jahr wird Chefin dann mit einem Lambo zum Einkaufen. Oh. Nee, Schark, ich hätte kein Lambo. Ich hätte kein Lambo. Ich weiß noch nicht, also wenn ich es wirklich entscheiden könnte, ich weiß es noch nicht, aber ich hätte ein V8. Irgendeine schöne V8. Ich hätte gerne ein deutsches Auto, am liebsten ein Audi. Aber ich hätte gern auch so einer, der so ein bisschen blub blub macht, weißt du? Ein RS6 würdest du nehmen. Ach du Scheiße. Ich fände es toll, würde es Jahreszeiten-RAV geben. Na naja, gut, du kommst ja quasi auch zu Jahreszeiten, X, ne? Ein Maybach. Ein Maybach, ja. Ach, schön. Ich will Leistung und einen Kombi. Da gibt es nicht viel Auswahl. Ein Fahrrad. Ja, Fahrrad, ein V8-Motor dran, kein Rudolf. Ach, so schön. So, wo ist denn jetzt meine Schmiede? Ich brauche noch eine Schmiede. Schmelze. Schmelze heißt es, nicht Schmiede. Schmelzus. Eine Schmelzus. Zack, zack. Zack. Oh. Eine Schmelze. Und die kommt hierhin noch. Verlupp. Und dann können wir nämlich doppelt gemoppelt schmelzen. So, ob das jetzt gut war oder nicht, wird später klar, ne? So, das kannst du wieder essen. Und das kannst du wieder drauflegen. Lieber gleich V12. Nee, mein Mechaniker hat mir gesagt, alles was über V8 ist, hält nicht lang. Gibt kein Audi mehr, der von der Tour aus Biko Blub macht. Gibt nur noch Vierzylinder Turbo oder Nähmaschinen mit Turbo. Die Zeiten sind vorbei. Ich weiß, das ist ja das Problem, Matze. Wenn, dann müsste ich mir doch den Dodge Challenger SRT Hellcat gönnen, ne? Aber das ist nur ein Dreitürer. Aber der macht schön blub blub. Powwow, Hallöchen. Na, wie geht's dir? Im Lambo hätte der hessische Funkturm Platzangst. Landkreis, so sieht's nämlich aus. Ich kann ja gar nicht in so ein Auto rein. Da hämmert mein Kopf ja gegen die Deck. Ich meine, Fahrrad oder so. Doch, den großen Grill kann ich schon imsa und moin. Den muss ich auch noch bauen. So. Das wollte ich noch wegmachen. Den großen Grill wollte ich auch mal bauen. Wollte aber noch sparen. Auf was? Das ist eine gute Frage. Metallbarren. Ach so, wegen den Metallbarren. Naja, zwei kann ich mir ja gönnen. Zwei Metallbarren. Zwei kann ich mir gönnen. So, und jetzt noch Nägel. Klong, klong. Herstellen und klong. Genau. Dann machen wir jetzt noch den schönen großen Grill hin. So. Ach, ist das schön mit euch wieder hier. Wie soll's mir am Freitag schon gehen? Ja, ja. Ebe Power, Ebe. Ich stell mir Chefin in einem Smart vor, der Fiat 500, aber den alten. Herzkamallöchen! Klung, wie geht's dir? Mein Traum wäre ein 67er Mustang. Oh, Alexander. Oh. 68er Mustang, Daniel, ja.
Bei schlechtes Wetter wird's unangenehm. Ja. Eben, eben. Wenn der Kopf oben rausschaut, ne? Das Fenster oben auf ist. Wenn du übers Dach schauen musst, bei offenem Dachfenster, ja. Oh. Bei mir ist alles gut und selbst. Ja, bei mir auch. Das kann man bei mir auch. Schön, dich mal wieder zu lesen. Wie geht es, Robert? Ja, Robert hält durch, gell. Robert hält durch. Schark. Und Robert gehört seit gestern auch mir. Robert ist offiziell jetzt bei mir angekommen. Der wird nächstes Jahr, wird Robert, warte mal, Weltmeisterauto war 2014, ne? Jetzt sind wir 2023, dann ist er jetzt 9 Jahre alt. Also nächstes Jahr wird er 10. So lange hat es jetzt gedauert, dass er mir ist. Official, genau, Schark. Official. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist ja schon ein Luxusdampf, ey. Oha, da muss ich ja auch erstmal gleich reingucken, Daniel. Robert, ist das ein Sexbuch? Was du wieder denkst? Was du wieder denkst, Alex? Aber wieder der klar. Ach, es ist schon soweit. Achtung, ich bin gleich wieder bei euch. Aua! Ich bin gleich wieder bei euch. Hat geklingelt. Umarot, hallihallo und herzlich willkommen im Chat. Wie geht's dir? Was, Robert von der nassen Unterhose? Was? Ah, ist das schön. Ist das schön. So, jetzt grillen wir noch mal das durch. Das brauchen wir auch ganz dringend. Der Bauarbeiter zweimal klingelt. Ach cool, jetzt kann ich ja das und das wegschmeißen. Hört ihr den Tom? Das singt ja nicht toll. Danke, ganz gut, aber selbst auch. Ja, na klar, Oma Rot, na klar. Sehr schön. Der Bauarbeiter zweimal klingelt, sollte man Stroh streuen. Oh Gott. Habt ihr eigentlich für Jens mittlerweile wieder was gefunden oder immer noch alles zu teuer? Meinst du Auto jetzt, Shark? Aber er hat einen sehr blöden Deal gemacht. Er musste jetzt die Zeit überbrücken, wo er eventuell ein Firmenauto bekommt und hat jetzt einen richtig Kack-Deal eigentlich gemacht, was Auto angeht. Ja. Aber durch seinen Beruf kommen halt nicht viele Autos in Frage. Er braucht einen sehr großen Kofferraum. Und ja, alles sehr blöd gerade. Nee. Gibt's bei Raft was Neues? Nee. Raft ist ja released worden, ist nicht mal in Early Access drin, da gibt's nichts mehr. Aber wir haben jetzt Raft Staffel 2 angefangen, weil Raft, wir spielen Raft schon seit 5 Jahren und das ist einfach unser Spiel. Und ja. Da wollte die Community, die Stammtisch, die Zockersuchtis, die wollten mal wieder, dass wir weiter nochmal machen, dass wir nochmal was anfangen. Ja. Robert hat doch viel Geld, hätte die zu knapp. Ja. Kein Lambo, nee, Shark, kein Lambo. VW-Bus, nee. BMW ist zu klein, Shark. Also wir hatten ja dann von der anderen Partei, die ja den Unfall verursacht hat, haben wir jetzt lange einen BMW gehabt, aber der war auch zu klein. Ja. Die einzigen Autos, die groß genug sind, kofferraumtechnisch, ist ein Passat oder ein Audi A6. Ja, das sind die einzigen Kombis, die groß genug sind. Voll schade. Ja. Ja, richtig, Shark, ja. Raft ist ja auch mega. Ich werde es auch immer wieder mal zocken. Habe schon 3-mal durch und jedes Mal größer geworden. Oh, wie schön, Oma Rot. Ja, wir hatten auch schon so tolle Projekte gehabt.
wo wir Titanic gebaut hatten, wo wir einen Weihnachtsschlitten gebaut haben, ein Dorf gebaut hatten. Wir hatten richtig krasse Events. Ja, war mega gewesen. Großer Kofferraum, Porsche Traktor mit Anhänge. Oh Gott. Ich habe vielleicht... Ja, Trebor. Ich habe vielleicht eine halbe Stunde in dem Spiel. Ich werde nicht warm damit. Och, hör auf, Powwow. Das ist ja schon schade. Na, vielleicht wirst du ja jetzt durch uns warm mit dem Spiel. Vielleicht gefällt dir ja jetzt durch uns das Spiel dann auch mehr. Nächste Baustelle wird die schwimmende Burg. Oh, Umarot. Oh, da würde ich gerne ein paar Fotos dann sehen. Wenn du Bock hast auf mein Discord oder so, wenn du dann fertig bist. Musst du ja jetzt nicht machen. Aber wenn du da mal dann später ein paar Bilder postest, dann fände ich mega. Weil Burg habe ich auch noch nicht gesehen. Die meisten bauen ein Schiff, ein Segelschiff oder... Ah, wir hatten ja auch schon crazy Projekte. Wir hatten ja mal eine Zuckerstange gehabt, was auch sehr cool war. Aber eine Burg habe ich noch nicht gesehen. Ja, das wäre so cool, Oma Ro. Das fände ich sehr schön. Was Conan ist auch schon lange Release, bekommt seit demnächst das dritte Update. Also soweit, wie gesagt, soweit ich weiß, Gundermeier, ist es so, dass die Entwickler hier von Raft sich mit einem anderen Spiel schon derzeit wieder beschäftigen. Es regnet aber immer noch nicht, ne? Voll die Not. Ich brauche... Netze, 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 brauche Netze, Netze, Netze. Stell doch einfach mal ein paar Netze her. Genau, so. Netze. Und wie sieht es jetzt aus mit Nägel? Haben wir wieder zwei hergestellt. Wunderbar. Und ansonsten kleister ich hier jetzt nur noch zu. Das mache ich jetzt nur noch. Also größere Fläche wird das jetzt hier nicht mehr werden. Das habt ihr ja mitbekommen. Sondern das gibt jetzt einfach nur noch Grundfläche und gut ist. Und nach oben hin kann man ja immer noch vergrößern. Die Entwickler wollen das Spiel auf anderen Konsolen zugänglich machen. Ja gut, aber das verändert ja das Spiel selbst nicht, RX, ne? Das ist ja dann nur, ne, dass du nur eine andere Möglichkeit hast. Wir haben die Black Pearl gebaut mit 7 Leuten, leider nicht ganz zu Ende gemacht, sind bei Tangaroa gekommen, ist aber mega geworden. Ja, Waldram, was danach mit dem Spiel passiert, ist unbekannt. Naja, eben, eben. Meinem eigenen Finger hinterherrennen. Das dachte ich auch mal. Dann wirst du plötzlich 50 mal 25, ja. Ich will auch gar nicht so laut reden, weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt hier vor, die Titanic zu bauen. Das wird sowieso eskalieren bei uns, ne? Das ist ganz klar. Sag mal, ich brauch doch... Ja, brauche ich auch. Ich werde mir jetzt erstmal Haken, genau, hier mal noch einen Bolzen, noch einen Ersatzhaken craften, das habe ich noch. Ein Ersatzbogen. Dafür brauchen wir nochmal einen Bolzen und 2 Clipper. So, ein Ersatzbogen
Und noch eine Ersatzaxt möchte ich haben. So. Und mit dem, was wir jetzt haben, ist es jetzt klar, dass wir den Rest jetzt in unsere Fläche reinhauen können, ne? Was, das Porting dauert extrem lange, heißt nicht, dass danach nichts mehr kommt. Wenn Chefin mal möchte, kann sie das mal angucken. Ja, geil, Baldrum. Solche Bauprojekte eskalieren doch immer. Ja, das stimmt, Oma Rot. Da hast du recht. Da hast du recht. War das bei euch? Ich habe mal einen Raft gesehen, dessen Fundament bestand hauptsächlich aus Netzen. Da braucht man weniger Motoren. Ja, das war bei mir, Imsa. Das werde ich auch hier wieder machen. Also diese komplette Fläche wird auch irgendwann Netze sein. Ja. Ja. Yes. Yes, yes, yes.